Moin. Moin Leute, was geht ab? Super PC mal wieder am Start und willkommen zu einem neuen Minecraft-Video von mir auf meiner Minecraft-Let's Play-Welt. Ich habe ja jetzt schon 3 Episoden, sogar 4, weiß nicht. Beim letzten Mal habe ich hier auf jeden Fall diese Fläche hier erweitert, das hinzugefügt, ich habe Tiere hingepackt und weil ich Wolle brauche für mehr Villager. Und heute werde ich auf jeden Fall auch nochmal sehr doll die Zone vergrößern. Einen Villager Breeder bauen und auch noch versuchen, wie heißt es? Und auch noch versuchen, eine Eisenfarm. Aber ich weiß nicht. Also Villager Breeder ist auf jeden Fall eigentlich safe, dass ich es heute mache. Darum würde ich mich direkt kümmern. Ich gucke mir auch gleich ein Tutorial dazu an, weil ich jetzt sonst zu schlecht da drin bin. Ich kann ja selber nicht sowas konstruieren. Spaß. Ich weiß natürlich, wie ein Villager Breeder geht, aber ich will natürlich das Effizienteste haben vom Effizientesten. Ist aber ganz klar. Und ja, das ist mein Plan für heute. Aber erstmal erweitere ich auf jeden Fall auch meinen Bereich, weil der Bereich ist halt einfach das Wichtigste für alles im Game sozusagen. Oh, was ist hier? Ist hier noch eine Wand? Ja, das muss ganz schnell zugemacht werden. Ich hole mir dann auch bald einen Beacon. Meine Kuh. Weil damit ich schneller abbauen kann und meinen Bereich vergrößern kann. Weil ich baue das. Oh! Mein Gott, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Achtung, Schäfchen. Ja. Aber das reicht, glaube ich, erstmal. Oh, shit. Ich will nicht, dass ein... Wenn ein einziger weggeht, dann ist es mies. So. Bereich immer vergrößert. Wir schlafen, glaube ich, auch direkt. So, sehr schön. Okay, wir breeden die jetzt auf jeden Fall auch. Hä? Nein, ich habe mir aus dem Weizen Brote gemacht. Nee, hier ist mein Weizen. Okay, sehr schön. So, bam. Dann breed ich die jetzt mal. Miteinander. Und ich gucke jetzt auch kurz mal auf einem Tutorial-Video, wie man das Ganze baut. Ich werde dann auf jeden Fall, glaube ich, auch, wenn ich dran denke, beim Video hochladen, werde ich dann auch das Tutorial zu diesem Villager-Breeder in der Beschreibung machen. Villager Breeder. Einfacher Villager Breeder. Ich will eigentlich einen effizienten. Den hier will ich, glaube ich. Aber das ist so. Aber brauchen wir überhaupt? Das ist das beste Design. Aber wir brauchen gar nicht so viele. Ich gehe einfach da. Ja, das ist das hier auch das kürzeste. Aber es kostet halt super viel. Pete, was machst du da eigentlich in deiner Welt? Ich warte gerade und gucke die Ressourcen an für den Villager Breeder. Aber wir brauchen richtig viel. Was? Oha. Mach mal wieder ein bisschen Übertragung an. Ich will jetzt zuschauen. Ach so, okay. Wie mache ich? Geht irgendwie nicht. Da muss ich dir meinen Bildschirm zeigen. Ich nehme jetzt das einfach von Shulker Craft. Was man alles braucht dafür. Okay, nee, ich nehme das Tutorial hier von hier heute oben. Heute zeige ich dir, wie du diesen sehr effizienten Villager Breeder bauen kannst, ohne dass du etwas tun musst. So, bam. Kannst du bitte MC-Musik ausmachen? Nein. Peter, du hast gar nicht erwähnt, dass ich auch bitte im Call bin dabei. Stimmt, Video. Ich bin gerade auch mit Briketti im Call. Falls es euch interessiert, vielleicht interessiert es euch. Nein, Spaß, natürlich interessiert es euch. Ne? Briketti ist ja sehr relevant. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier eine Chest. Bam. Und da mache ich die ganzen Items rein. Erstmal Stack. So, bam. Und
bis 8. So, bam, das brauchen wir. Dann brauchen wir noch richtig viele Karotten. Deswegen würde ich jetzt einfach in meinem Haus hier das hier abbauen. Bam. Und dann hier jetzt einfach nochmal Wasser holen von hier oben. Bam. So. Bam, unendliche Wasserquelle. Und hier werde ich jetzt auch eine Hake brauchen, leider. Ich mache einfach mal eine Eisenhake, würde ich sagen. Ich brauche sehr viel Haken. So, Iron Hake. Und... wieso kann ich das nicht anpflanzen? Light Level zu niedrig vielleicht. Ja, jetzt geht's. Aber wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Dirt, um mehr anzupflanzen, ist ja wohl ganz klar. Oder ich hole mir einfach Bone Meal. Weil ich brauche einfach 64 und dann nochmal 16. Also 80 davon. Das ist natürlich massiv viel. Oh mein Gott. Die können hier runterfallen. Bitte nicht. Achso, ich muss natürlich mein Dirt erstmal hinbauen. 1, 2, 3, bam. 2. Und. Achso, mein Light Level ist hier wieder zu niedrig. Okay, let's go. Wir haben jetzt ein bisschen Karotten. Was machen wir jetzt, Leute? Wie kriegt man schnell Karotten dazu? Einfach abwarten, ne? Erik hat beste Tutorials. Ja, von dem habe ich auch gerade das Tutorial geguckt. Übrigens, Leute, ich bin auch gerade live. Ihr könnt gerne das Ganze auch immer live angucken, falls ihr wollt. Jo. Ich farm jetzt erstmal die anderen Sachen, weil hierfür muss ich halt einfach warten für die Karotten. Da kann ich ja nicht daneben stehen, das bringt ja nichts. Ja, da ist ja doch voll viele Tiere eingepackt. Ja, da habe ich ein paar Tiere drin. Die habe ich alle reingeholt. Ja. Ja, passt. Wird aus dem Fleisch gemacht? Nein. Brauche ich für Wolle oder so. Nur die Kühe werden gekillt. Und aus denen wird Fleisch gemacht. Die armen Kühe. Ja, geht. Hast du mal gesagt, du bist vegan? Ja, bin ich. So halb. Ich kill die ja nur, ich esse die ja nicht. Spaß. Ja, aber was machst du da mit dem Fleisch? Einfach da rumrotten lassen. Das ist noch respektloser. Ja, es ist noch respektloser, richtig erkannt. So mache ich das. Ho, Spaß. So, bam. Hier kommt jetzt noch Wasser rein. Da brauche ich noch 2 Loren. Ich glaube, die Hälfte braucht man davon gar nicht. Weil ich will ja so oder so eigentlich kein vollautomatisiertes Dings haben. Aber egal, ich mache jetzt das einfach. Mit den Loren noch. Bam, bam. Dann noch eine Ho. Easy. Dann noch ein Redstone. Ich glaube, ich habe gar keinen Redstone. Da müsste ich farm gehen. Ja, ich habe keinen Redstone. Dann noch eine Schiene. Bam. Dann noch ein Blitzableiter. Kupfer habe ich, glaube ich, irgendwo. Ja, hier Kupfer. Wie macht man einen Blitzableiter? Hier. Bam. 3-mal Kupfer einfach nur. So. Bam. Dann hier eine Schiene. Dann eine Redstone-Fackel, habe ich gerade nicht. Ein Dropper. Und ein Komposter auch. Komposter weiß jeder, wie es geht. Bam. Danach hier. Dann brauchen wir noch den Dropper.
glaube, der war so, oder? Ich bin richtig lost. Was ist passiert? Ich wusste gerade nicht, wie man Dropper macht. Aber ich glaube mit Clean Stone. Oder? Mann. So, 4 Betten brauche ich dann noch. Dann schere ich mal die Schafe. Oh, ich bin Multitasking gerade mäßig. Ich habe nur 2 Schafe, die ausgewählt. Ja, die können sich aber wieder Wolle essen. Eine Speckschicht können die wieder raufessen. Aber Pete, das ist gerade Winter, wenn die da in der Kälte sind. Die frieren zu Tode. Nee, die sind ja in meiner Wohnung. Alles gut. Ja, aber selbst dort ist kalt. Nö, alles gut. Das passt schon für die Kleen. Ne, was ist? Spaß. Die tun mir auch ein bisschen leid, aber was soll man machen, ne? So, ich gehe mir jetzt mal ein bisschen Farm wieder. Danke. Wie, ich soll sie töten? Ja. Nein! Die armen Schafe. Kommt ja voll Luftzug durch. Da kommt ja voll die Luft durch. Ja, ist nicht schlimm. Gegner, Gegner, Gegner! Gegner? Pete spielt einfach Fortnite. Okay, wir gehen jetzt hier in die Höhle rein, bisschen mein. Okay, hier ist gar keine Höhle. Das ist einfach eine Pump, Pete pusht die Leute mit Pump. Ja, ich bin Profi-Fortnite-Spieler. Warte mal, ich spiele gerade Minecraft. Hä? Okay. Leute, vielleicht hab ich es in einem Video gezeigt, wieso ich das da hinten Pinseln genannt habe. Das da. Nee, da Pinselspot. Ich habe das Pinselspot genannt. Leute, wusstet ihr, wenn man das hier abbaut, dann kommt ein neuer. Krass, oder? Der ist einfach unendlich lang. Das ist krass. Und hier unten kommt es dann rein. Das ist krass, ne? Ja, ja. Das ist krass. War das gerade ein Joke von dir, dass das krass ist? Oder? Keine Ahnung. Ja, ich bin schon. Ich finde es, glaube ich, nicht so krass. Dann fandest du es auch nicht krass, oder? Ja. Zeig mal, lädt mein Chat. Bist du Deutscher, Pete? Ja, ich bin Deutscher. Massentierhaltung, oh, ist so, ich reporte zu Mojang. Pete hält Massentierhaltung in Minecraft. Pete ist hier vorne. Was? Ich verstehe gerade nichts, Piketty, du bist abgehackt. Du bist doch Japaner. Stimmt. Ist mir gar nicht eingefallen. Aber Bricetti hat natürlich recht, ich bin Japaner. Deswegen auch manchmal diese komischen Akzente. Ist euch das noch nie aufgefallen? Dass ich ein bisschen Japanisch rede? Ey Pete, ich wollte mir gerade Uno auf der Playstation runterladen. Uno? Weißt du, ja. Kostet das Geld? Nö. PlayStation Plus ist kostenlos. PlayStation Plus ist kostenlos? Mit PlayStation Plus ist es kostenlos. Du hast PlayStation Plus? Ja, habe ich. Das kostet doch monatlich 12 Euro. Ja, aber ich brauche das halt. Wofür? Keine Ahnung, einfach für Spiele halt. Und ich hatte früher auch immer PlayStation Plus. Bis ich dann zum Glück auf PC gewechselt habe. Ich habe anstatt Uno, Uwo gelesen. Das ist lustig. Heute spielen wir mal wieder in den Stream Uwo. Ich will auch jeden Tag Uwo, Leute. Also keine Sorge, Bricetti ist nicht komisch. Wisst ihr, wieso ich das mache? Weil ich werde diesen Mining-Zugang immer, glaube ich, behalten. Und deswegen baue ich hier... Nein, meine Pickaxe ist kaputt gegangen! Spaß ist gar nicht schlimm. Ich habe noch genug für eine neue. War natürlich nur ein Witz. War das ein Act von dir, Bricetti, dass du es krass fandest? Dass du es schlimm fandest? Du hast gut geactet, ne?
Okay, vielleicht ein bisschen schlecht geactet, aber ja, lassen wir jetzt einfach so stehen. So, bam. Wir nehmen auf jeden Fall auch noch Holz mit. Holz ist immer wichtig in der Mine, weil wir sind jetzt ziemlich lange unter Tage. Ich habe einen Fortnite-Emote, den du nicht hast, Pete. Welchen? Den PlayStation Plus-Ding. Sicher, dass ich den nicht hab? Willst du es austesten? Von welchem PlayStation Plus? Wo habe ich den auch gekauft? Der wo jetzt ist. Nee, dann nicht. Ab in die Höhle wieder rein. Nee, warte, ich will kurz was machen. Ich will ein bisschen Cobblestone holen. Jetzt guck jetzt ist. Ich hole ein bisschen Cobblestone. Und ja, dann mache ich jetzt Bam. 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 Krass, oder, Bricketti? Mann, wie gemein. Das ist gar nicht krass, oder? Du willst es lächerlich machen? Dann fängt das. Wie gemein. Oha. Oh, wir haben Eisen! Was soll das? Oha. Ich muss halt. Eckbuch für die Kamera. Ja, die Leute müssen dann wissen, dass es krass ist. Das war jetzt krass. Mir ist was krasseres. Was krasses passiert, Bricketti? Was? Ich habe Eisen gefunden. Super, du bist schon richtig gut da drin. Ja, ich bin der Beste. Nee, man macht das jetzt nicht zum ersten Mal. Merke ich schon. Das ist jetzt schon mein 10.000. Mal. Wann kommt eigentlich das VR Among Us raus? Wie VR? Ja, ich habe mir diese VR-Brille beigekauft. Wie? Welche denn? Diese VR-Brille halt, diese von PlayStation, diese zweite. Da gibt's eine VR-Brille? Von PlayStation? Das wusste ich gar nicht. Hier, guck, Among Us VR. Das ist auf meine Wunschliste gerade. Wann kommt das raus? Das weiß ich nicht. Weißt du das? Oder was? Was? Bricketti, bist du noch da? Ja. Okay. Wann kommt das raus? Interessiert es dich gerade wirklich? Ja, das heißt Among Us VR. Ich habe ja die VR-Brille, das spiele ich. Du spielst Spiele mit einer VR-Brille? Ja. Hey Pete, kennst du It Takes Two? Ja, klar. Ich hab's sogar. Wir können spielen, wenn du willst. Ich hab's ja auch. Wie, für Geld bezahlt? Nee, auf PlayStation Plus. Ach so. Aber kann man zusammenspielen? Ich glaub schon, ja. Zum Beispiel Lina und Banks haben doch auch zusammengespielt. Die waren nicht nebeneinander. Nein, ich meine damit Crossplay von PC zu PlayStation. Warte, sieht man es irgendwo? Weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Pete wird erwachsen, der Kleine. Weiß, seitdem ich angefangen habe, ich Skyblock-Taktik ohne Generator überlebst nicht. Auch Skyblock-Kabel-Generator, auch genannt, wird durch Wasser und Lava gemacht. Genau. Weiß ich genau. Ich bin ja kein Noob. Bricketti hat es ja auch schon mal gespielt, oder? Was? Na, Skywars. Skyblock. Skyblock bei was? Bei Minecraft. Weiß jetzt nicht, wovon du redest. Okay, dann hast du es noch nicht gespielt.
Ich habe gefühlt noch nie Minecraft. Wie soll ich das? Aber jetzt wirst du ja öfters Minecraft spielen, oder? Ja. Wirklich jetzt? Ernsthaft? Ja. Du klingst, während du Ja sagst, so, als würdest du richtig genervt sein von Minecraft. Nein, aber... Was ist denn los? Geht's dir gerade nicht gut? Oh. Was ist denn? Wieso redest du so? Sag doch jetzt! Ja, für Ethics 2 muss ich Spiele löschen halt. Ich habe keinen Speicherplatz mehr. Wirklich jetzt? Was ist eigentlich mit Sea of Tives? Soll ich mal wieder spielen oder was? Ich hab's gar nicht mehr, ist mir gerade eingefallen. Es war im Xbox Game Pass. Ich hab ihn nicht mehr. Da muss man ja monatlich bezahlen. Ich habe ihn halt einen Monat gratis bekommen, deswegen hatte ich das mal. Scheiße. Was denn? Ich muss irgendwas löschen. Wieso? Was löschen? Willst du das jetzt runterladen oder was? Ja. Wieso? Wollen wir das spielen jetzt oder was? Keine Ahnung, willst du es jetzt spielen oder was? Nee. Scheiße! Oh mein Gott, Leute, ich bin am Arsch. Wieso? Hat es gerade einer von euch im Stream gesehen? Chat? Was denn? Ich baue noch mal einen Block ab. Oh mein Gott, in der Ancient City. Yo. Weißt du, was eine Ancient City ist? Natürlich. Oh mein Gott, aber ich glaube, es ist keine City. Ich glaube, es ist keine City, wenn wir Glück haben. Ja, ich glaube, es ist keine City, aber der Warren könnte hier trotzdem spawnen. In der ersten Folge habe ich ja den Warren beschworen. Es muss ja auch ein Skalk-Ekelist hier sein, der das dann empfangen kann und dann spawnen kann. Aber gerade hier ist keiner. Doch, hier ist einer! Das war das Erste. Der Erste, oh mein Gott. Ich habe keinen Platz. Das war der Zweite. Was lösche ich? Ich weiß es nicht. Schneller bauen, schneller bauen. Pete, ich weiß nicht, was ich löschen soll. Ich weiß es auch nicht. Ich habe gerade richtig Angst, no joke. Es ist wirklich so, dass ich Angst habe. Das ist kein Schauspielerei gerade. Ich habe wirklich gerade Angst, Brickhetti. Glaubst du mir? Ja. Das ist dein Ende, Pete. In der ersten Folge habe ich auch schon einen beschworen. Ein Wardy-Mordy. Was, wenn du stirbst? Dann spawn ich neu. Aber mein Ziel ist, kein einziges Mal zu sterben. Ich bin noch kein einziges Mal in dieser Welt gestorben. Ist dann das Projekt zu Ende, oder? Nee. Oh, let's go, wir brauchen Gold. Wichtig. Aber wir brauchen auch noch Redstone. Wie lange denkst du, wird das Projekt gehen? Sehr lange. Es wird so meine Main-Welt sein, mäßig. In Minecraft. Wenn ich mal nicht weiß, was ich in Minecraft spiele, dann spiele ich das hier. Hä? Ich habe einfach Emeralds gefunden. Geil. Wie, du willst es dann irgendwann in Textur mit mir spielen, oder was? Ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich mit Finn spielen. Ja. Boah, hast du das schon mal mit Finn gespielt? Ja, oder? Ich habe angefangen, aber ich will's eigentlich nicht so gespoilert werden. Wir könnten auf jeden Fall It Takes Two spielen bis zu dem Part, wo ich und Finn waren, aber wir waren noch ziemlich am Anfang. Let's go, wir haben Redstone. Wir brauchen Redstone, ziemlich viel, aber... Also, ich habe das früher schon einmal gespielt. Also, ich habe das früher schon oft gespielt. Boah, wir haben 19 Redstone. Ich glaube, das reicht sogar schon. Hier ist eine Lush Cave. Ja. Mit wem hast du es gespielt? Mit meinem Vater und... Also nicht mit meinem Vater habe ich immer gespielt. Also... Mein Schild ist gebreakt. Irgendwie bei der Hälfte. Wir haben richtig viel gespielt. Los. Oha. Jeden Tag. Krass. Geht an. Es geht richtig lange, Pete. Oha.
Das ist Wild. 7 vs. Wild. Pete, willst du das mit Finn durchspielen oder was? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hab's ja gekauft. Pete, ich weiß nicht, ob ihr das in einer Woche oder so durchspielt. Ja, das machen wir auch nicht in einer Woche. Das hab ich ja gefühlt noch nie auf PlayStation gesehen. Human Fall Flat. Kennst du das? Was? Was nochmal? Human Fall Flat, kennst du das? Nee. Was ist das? Willst du das mal spielen? Weiß nicht, was ist denn das? Das ist halt so ein, keine Ahnung, irgendwie halt ein Game. Gute Erklärung. Das ist irgendwie halt ein Game. Willst du das irgendwann mal mit mir spielen? Ich weiß ja nicht, worum es da geht und was man da macht. Aber klar, du kannst mich immer fragen, ob wir Games zocken, und ich würde meistens ja sagen, wenn es ein cooles Game ist und nicht so ein albernes Roblox-Spiel. Also, du kennst wirklich nicht Human Fall Flat? Ich glaube nicht. Also, es sagt mir gerade nichts. Gib Paluten ein und dann Human Fall Flat. Was macht man denn da? Ich sehe gerade so Bilder. Da ist man halt so ein Charakter, so muss halt Sachen freischalten. So. Also, man kann einen eigenen Skin machen, muss halt so Sachen so zu zweit für manche Sachen machen. Voll geil. Ist das auch so ein Duo-Spiel mäßig? Ja, schon. Kann aber auch Solo spielen. Okay. Richtig geil. Das habe ich auch noch nie gespielt. Ist es kostenlos oder wie viel kostet es? Also bei mir war es kostenlos für PlayStation Premium. Ach so, für Premium. Ich glaube, auf PC ist es, glaube ich, auch kostenlos. Hoffe ich mal. Dann kann ich ja mal gucken. Oder nicht? Wie, oder nicht? Wenn es nicht kostenlos ist? Ja, da muss ich gucken, wie viel es kostet. Bei Minecraft laggt? Sogar cool als Let's Play. Ist Obby sozusagen? Wie, das ist ein Obby? Ja, so ein Obby. So ein Obby, aber kennst du Ragdoll? Nein? Was? Kennst du... Also Ragdoll 2? Also Ding, wo man so... Kennst du das Ragdoll? Nee. Auf Roblox. Kennst du das? Ragdoll Live. Nee. Einfach so. Wieso spawnen hier Fische und sterben dann? Ey Leute, wir haben nie wieder Eisenprobleme. Was sind das für Zombies? Alter, wieso ist das hier so viel Eisen? Jetzt mal ernsthaft? Das ist nicht normal. Hier sind ja so krasse Vorkommen. Ich bin ja dauerhaft hier abbauen von Eisen. Ricketty, hast du schon mal so viel Eisen gesehen auf einem Fleck? Ricketty, bist du noch da? Okay, dann bin ich wieder alleine. Call hat er aber nicht verlassen. Ich ist ja kurz weg. Wie viel Eisen habe ich? Ich habe schon über ein Stack, hä? Was zur heiligen Kacke?
mein Gott. Oh, geil. Wir sind safe irgendwo Dias. 100 pro. Glaube ich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ricketti! Nein, oder ich habe eine Ancient City. Sag mir bitte nicht, das ist eine Ancient City. Es sieht so aus wie eine Ancient City. Wie lange geht der Stream noch bis 0? Leute, ich glaube, das ist wirklich eine Ancient City. Ich habe gerade Herzklopfen. Wir gucken nur ganz kurz, okay, Leute? Aber zu längerer Zeit lasse ich mich nicht überreden. Ich guck nur mal ganz kurz, was es ist. Es ist eine Ancient City. Wir müssen eigentlich mal gucken. Die Drohnen sind krass overpowered. Ich hätte gerade eben tot sein können. Du weißt mittlerweile schon, was passiert ist? Ricketti! Ja? Ich bin gerade bei einer Ancient City. Ich meine es komplett ernst. Sie können überall Warren spawnen, aber es gibt hier kranken Loot. Ich muss da rein, oder? Muss da rein. Aber ich habe richtig Angst, dass ich sterbe. Was soll ich dann machen? Scheiße, erstes Geräusch. Hä? Aber hier ist kein Warren-Spawner, oder? Was? Ich duck mich mal. Weiß es gerade nicht. Warte. Hey Pete, bin Few und voll flat, wenn es mal schwierig ist. Vielleicht will ja da irgendjemand aus deiner Community auch mitspielen. Ich habe ein OP Gap. Ist noch kein Beschwörer. Multishot. Swift Sneak 3! Oh mein Gott. Was? Wichtig. Ey, Z-Teller hat auch in Textur. Ist er gerade im Chat? Nee, der stand, versteht, Freunde, die spielen Z-Teller. Ey, soll ich mal hier mit Full Flat mal spielen? Also, ich hab's ja auch noch nie gespielt. Z-Teil hat auch hier mit Full Flat. Lol. Z-Teil hat ja gefühlt alles immer. Hm. Ach, Pete, ich hab mir letztens auf Facebook das PvP runtergeladen. Was? Was hast du hier runtergeladen? Ich habe mir letztens auf PlayStation Plus PvP runtergeladen. Leute, ich habe echt Angst. Gerade sind hier nur diese Skulk-Sensoren, Skulk-Erkenner. Aber keine Beschwörer. Und sobald ein Beschwörer da ist, bin ich am Arsch. Deswegen habe ich gerade sehr dolle Angst. Da ist ein Beschwörer. Kann man die abbauen, die Dinger? Oh mein Gott! Das war das Erste. Das war der Erste, Leute. Ich habe Angst. Oh mein Gott, ich habe Angst.
Ist da eine Truhe? Ich glaube, da ist eine Truhe. Schäme bitte. Okay, kein Beschwörer. Oh, ich habe hier einen Sky-Sensor, wie cool. Weg damit. Kohle nehme ich auch mit. Ich brauche die Treppe nicht mehr. Hilfe. Meine Augen. Junge. Ja, Pete, es ist gerade so alles so hell, meine Augen sind weg. Finde ich gut. Oh nein, das ist ein Beschwörer. Aber nicht. Abhauen hier, ganz schnell. Arbeiten. Modell. Ich habe meinen ersten Dia gefunden, Bukatti. Meine ersten zwei Dias. Meine ersten Diamanten. Was brauche ich davon nicht? Die Potion of Regeneration. Diamanten! Was verstehe ich mir hier für einen Körper? Bukatti, bitte kurz leise. Ich habe gerade wirklich Angst, okay? Ja. Glaubst du mir, dass ich Angst habe? Mhm. Du musst hier weg? Ich weiß, dass ich hier eigentlich weg muss. Aber ich will mehr. Hier gibt's doch auch Dia-Stuff in den Sachen. Oh mein Gott. Da vorne. Da ist ein Beschwörer und auch Sensoren. Nee, da kann ich nicht öffnen. Das kann ich nicht öffnen. Oh Gott. Ich habe wirklich Angst. Da ist eine Truhe, aber ich hoffe, da ist kein Beschwörer. Ein Sensor ist da auf jeden Fall. Leute, ihr wisst gar nicht, wie dolle Angst ich habe. Das ist wirklich Action. Ich bin hier mit Eisenrüstung. Hab gar nichts Krasses. Ich öffne halt einfach. Ja. Curse of Vanishing. Power 3 ist ganz gut. Glowberries. Nee. Ja, das habe ich schon. Power 3 kann ich mitnehmen noch, oder? Ja, komm, nehme ich mit. Ja, sehr schön. Sobald hier ein Beschwörer ist, muss ich wieder ducken. Oder ist es vielleicht schon das dritte Mal? Ja, oder? Aber ist es nur bei einem so? Muss es bei einem dreimal sein? Wir testen jetzt einfach mal. Oh, da ist einer. Dann laufe ich nicht. Leute. Oh, Zombie. Nein, können das Zombie es auch aktivieren? Bitte nicht. Das ist auch eine Chest. Wir müssen den Beschwörer abbauen. Wichtig. Oh! Die Chest ist, glaube ich, huge. Wir haben hier diese Echo-Shards. Die nehmen wir auch mit. Ich spiele gerade viermal voll Flash. It spreads? Oh, geil. Mann, wieso sind hier so viele Zombies jetzt? Komm, irgendwas, was ich nicht brauche. Multishot will ich doch so oder so nirgendwo haben. So, was haben wir hier? Frostwalker 2 will ich eigentlich schon. Habe ich schon einen Sattel? Ja, ich habe schon einen Sattel. Glaube. Ich bin der Hund. Ich habe meinen Skin als Hund gemacht, Pete. Was hast du als Hund gemacht? Ich habe meinen Skin als Hund gemacht. Bei was? Ich habe mir voll Flättchen. Finde ich gut. Ey, wann soll ich dir mal ein Screenshot schicken, was es ist? Ja, vielleicht weiß ich es ja, vielleicht kenne ich es ja. Oh, shit. Spawnt er jetzt?
Oh mein Gott, Leute, es ist wirklich actionhaft gerade. Ist hier irgendwas bei diesem Wollergebiet? Und Pete, guck nicht auf diese Statue, die ist irgendwie sus ein bisschen. Welche Statue? Diese Statue dort. Und was bist du? Stimmt, du bist ja wirklich ein Hund, aber nee, komm mir nicht bekannt vor, das Spiel gerade. Hä? Das ist sehr cool. Der Kleid ist eine Aufnahme noch. Was? Wie lange geht deine Aufnahme noch? Hier sind richtig gruselige Geräusche gerade. Pete. Wie lange geht das schon noch? Bis 0 Uhr nehme ich auf. Oh, das ist direkt eine Truhe. Direkt bei. Da ist aber direkt auch ein Sensor. Den baue ich mal schnell hier ab. Sag mal, ist es mit einer Pickaxe schneller? Weiß nicht. Ich bin auf meinem Rücken gefallen. Oh, nochmal ein Enchanted, nochmal ein OP-Gap, geil. Unbreaking 3, Mending, Protection 3, Mending, Unbreaking 3. Mega-Hose. Was haben wir hier? Protection 1? Nee, brauche ich nicht. Scheiße. Da war gerade was. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ganz ruhig. Ich bewege mich jetzt erstmal gar nicht. Kann er wirklich sniffen? Oh mein Gott, weiß er, dass ich hier bin? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich habe Angst. Was soll ich machen? Weiß er, dass ich hier bin? Scheiße, weiß er, dass ich hier bin? Muss ich abhauen? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Bitte verliere ich mich und ich darf nicht. Oh mein Gott. Mann, wieso weiß das denn auch keiner, dass er weiß, dass er. Wieso wusste ich überhaupt? Ich habe mich kein einziges bisschen bewegt. Wie lange bis er despawnt, Leute? Wie lange bis er despawnt? Ich war zu gierig, ich bin ehrlich. Ich war zu gierig, ich bin so scheiße. Mann. Pete, bist du gestorben? Ja, mein erster Tod. Pete! Ich spiele jetzt Uno. Das weiß ich nicht. Kann jemand schnell googeln, wie lange bis er despawnt? Wie lange bis ein Worden despawnt? Der vergräbt sich ja wieder in der Erde. Ich dachte, das passiert dann, wenn ich einfach nichts mache. Der vergräbt sich in die Erde? Ich habe gedacht, der ist dann einfach so tot. Was? Ich wusste nicht, dass er sich in die Erde vergräbt. Ja, dann vergräbt er sich in die Erde, wenn er despawnt. Ich glaube, hier sind wir nicht lang gegangen. Leute, ich gehe nie wieder in der Ancient City.
Ach, du Scheiße. Piet. Ja? Kostet einfach, zum Beispiel bei den Uno-Shop hier, andere Uno-Sachen zu spielen, wie zum Beispiel Rayman Uno, kostet 5 Euro. Ne, 3 Euro. Oh nein, bitte nicht. Zum Beispiel Uno Flip hier, das habe ich mal gesehen, kostet auch 5 Euro. 50. Geburtstag von Uno. 3 Euro. Uno Valhalla. Ich kann nichts machen, ich habe keine Lust mehr.